Ja, Metal, Leute, der 4. April 2022. Rainer wurde in Dortmund an der Sehenswürdigkeit Last Dropper Eye, einem Wasserturm, gesichtet. Der trockene Boden unter dem Fahrzeug deutete darauf hin, dass er dort einige Zeit stand. Unklar, was Rainer in der Zeit trieb, denn der Wasserturm ist nicht zu besichtigen. Trotz der lauten Versicherung eines sich nähernden Besuchers, dass er ein Fan sei, wollte Rainer wegfahren, rammte aber beim Zurücksetzen mit seinem Ford Blue eine Parkbank, die ebenfalls die gleiche Farbe in Performance Blue hatte. Ja, was der Rainer alles kaputt macht, das ist Wahnsinn. Arme Parkbank. Dann im Jahr 23. Haterwatch DL auf Telegram erstellt. Rainer erstellt, inspiriert von Schanzenwatch Podcast, einen Telegram-Kanal namens Haterwatch DL. Dort postet er unter anderem Screenshots von Haterbeiträgen und Bilder von Personen, die ihn fotografiert haben. Sein Nutzername auf Telegram ist aktuell D-War. Ja, nicht nur das, er hat auch sämtliche Telefonnummern veröffentlicht. Echt unglaublich. Also, Metal of Leute.